posted, you talk to participants in the meantime, Coquel would write down, and then making use of what has been written down. Kannst du das letzte nochmal sagen? Eventuell Teile der Übersetzung selbst übernehmen. And maybe doing parts of the translations yourself. Danke. Ulrike. Zur 1. One. Clinia. Wir machen eine Bestandsaufnahme, eine Runde für Feedback und Coaching-Runde. We're doing a feedback and coaching circle and the fake holiness is verified. That's finished then. And non-linear process and event. Like in the demand process, in the event, everyone gets demanded to be visible. And we are kind of like, it's also like using a stick and a pillow exercise. But then afterwards we shouldn't stay in the liquid state but get a direct go so that we can shift and use the feedback. Meaning using rapid learning right after the demand or the stock exercise. Und dann als zweite nonlineare Lösung, dass wir alle in einen engen Raum gehen, in einen Fahrstuhl, die Tür zu öffnen, oder small room and then we stay in there and see what happens. Und der Schluss. Number one. Teil 2, nonlineare Lösung. Wir alle spendieren unsere Teilnahme für das PMCC. Second, we all cancel the training. No one's paying, no one has to deliver. Non-linear Lösung. Wir fangen an, uns mit den Leuten Engagement, Führung, Verantwortung wirklich eine lebendige Bewusstseinsebene zu schaffen. We start to create an alive level of consciousness with those terms of commitment and responsibility and leadership. We're having meetings with all people in between the trainings and Clint is participant in those trainings and not the trainer. And we are space holder and leading leadership holders. Zweite non-lineare. Second non-linear. Dass wir wirklich das Chaos und den Zusammenbruch wirken lassen. We let chaos and breakdown und do the work. And be with it with a promise. Dass wir uns wie zu einem Forum formieren. That we create a forum. Und auch miteinander wie auch zu diesem Meeting. Ich muss nochmal Bezug auf das Meeting nehmen. Talking about the meeting again, that we use that kind of meeting, having a forum meeting, meaning that we all traveling to the location in the same bus or whatever. So it's more like one thing. And number three, linear. Clint is writing faster. After the training, he's locking himself into the space and is giving passing on quicker to the translator, and homework gets reduced. And our duty then. They get reduced, but our duty then. And the non-linear solution. PCP participants write the scripts themselves. Like job space or different managers, so that we have different groups would have been named, and the managers are responsible for the study material. And homework is more individual, so they are multi-level, instead of just having just one homework by one. Second non-linear is Manager, the job manager, PMCP job manager is adding to the study material that Clint is writing. Who, the job manager? Yeah. Danke. Eberhard? Linear, noch mehr Training mit Linear. Feedback more training with Meister. Under the time of practicing both mastership and more communication in between the trainings. Non-linear. Zusätzlich zum Beep noch eine rote Karte als Addition to the Beep, we have the red, red card to show the other person that they are fake holes. Eine Zeit lang jedes Gespräch mit einem Feedback-Ritual abschließen. And every communication should be completed with a feedback ritual.
2. Second. Linear. Mehr und direktes Feedback. More and more direct feedback for Clint and his team. Am Ende des Seminars ein Feedback. At end of the seminar, a feedback form. Ein qualifiziertes Backoffice für Clint. And a qualified backing up office. Nun linear. Überlebenstraining für Clint und sein Team. Survival training for Clint and his team. Und Engagement. So that leadership, responsibility and commitment can be trained directly. Konzentration von Clint Concentration auf das PMCP bis das Programm to PMCP, only for PMCP until the training has established. Zum Thema Bezahlung. I didn't understand that one. Say it again. Kannst du mir das einfach mal sagen mit dem Verpflichtung für PMCP? Dass Clint sich so lange auf das PMCP konzentriert, bis das Programm Concentration steht. Concentration on PMCP on your side until the training has been established. Has stable. The writing of it? No, the training, the whole thing. The PMCP Here's the training. We take for PMCP. That's like PMCP's first priority for okay. you. Zum Thema Bezahlung. In terms keine of payment. Feste Bezahlung. No jeder fixed gibt, was payment. Angemessen ist. Every person is giving what's appropriate. Und auch noch non-linear. Clint gibt nicht das ganze Programm vor, wir definieren, er definiert das Ziel und wir schauen program. Gemeinsam, He's defining the aim and we look together how we want to get there. Danke. Great. Else? Ich habe die Aufgabe, ich habe die Gedanken dazu gemacht. Nur non-linear? Mm-hmm. I only have non-linear thoughts about this. Okay. Und da wäre so eins. One. Ich beginne und verpflichte mich selbst. I start and commit myself to feedback. Und darum zu give feedback and ask for Kontakt feedback. Mit den Teilnehmern and keep in contact with the participants. Dann zu zwei. Second. Zu zwei bezüglich Engagement, Führung und Verantwortung. Everyone should have that expectation about themselves and using the tools that we've been given more or more strongly. And three, in terms of the study material, that during the training, we fix a time when it's been passed on, posted, and that people commit to that task, and to the homework, the question of too much, I would say we make more time, and whether it's your own will or whether it's duty, I decide what I want to work on for myself. Okay, danke. Jeanette? Linear Verpflichtung. Linear Commitment. Durch Telefonkontakt, eventuell having telephone conferences on change. Giving coaching and being honest with the feedback and demanding it. And non-linear. Wir stellen einen Chat um. Chat room in the internet. Kann jederzeit where everyone at any time can be in contact with everyone and Clint can kind of observe where everyone is and giving his comments whether he's in Paris or New York or wherever and everyone knows everything about everyone else. Second. Wiederholung der wichtigen Punkte zur Vertiefung, repeating repetition of the important points so that they can deepen in between the trainings and having phone conferences. Monatliche Treffen in sehr angenehmer Umgebung. Monthly meetings in a really pleasant environment. PMC die Aufgaben und die Übungen selbst bestimmen. Should define the tasks and homework themselves. Three. Spätestens alle zwei bis drei Wochen every two or three weeks after the training, the script has been posted.
Und die Hausaufgaben alle 14 Tage darf dann zurückgeschickt werden. Every 2 weeks and they have to be sent back. Nonlinear, wir stellen hier gleich einen Sprachcomputer auf. We are establishing the speech computer. And then we can just print off that computer right after the training. Like a speech conversion computer. We can print it out right after the training. Danke. Ulla? Linear. Talk directly about what's disturbing. Oder auch im Coaching Team. Or use that for your coaching team. Non-linear solution. Dass man andere Personen mit dazu nimmt. Taking sich auch über die Tapete des anderen anschaut. And then you're looking behind und the curtain die Realität neu kreiert. And reinvent reality. Und den Disclaimer auch immer wieder dabei, using this glue or this glue dissolver by doing that. So zwei. Second. Offenlegung Kostenanalyse, dass man genau weiß, wo steht man, was für Kosten entstehen, damit nicht also da einfach dubiose Vermutungsmaßnahmen more transparent, so that there are not this kind of assumptions going on. Eine Definition der Erwartung, definitions was erwartet von expectations about commitment, leadership and responsibility. Das klar festlegen, so that it's clearly also auch da kein Missverhältnis so there is no misbalance or imbalance. Non-linear. Das, was mich selbst stört. What's disturbing for myself? Dass ich weiß, dass ich das entwickeln muss. I know I have to develop that for myself. Meine Perspektiven verschieben. Change my perspective. Und auch mir immer angucke, wo halte ich die Verpflichtung, wo bin ich verantwortlich, wo engagiere ich mich. Keep my commitments or where und also auch das immer wieder take responsibility and have kind of control system. Und auch eine weitere non-lineare Lösung ist auch ein Unternehmenstraining. And the other thing is, also auch training. Die Gruppe, auch also zu sehen dann immer eine Kontrolle, wer macht eigentlich was, wie kommt jeder mit den einzelnen Aufgaben zurecht. And how are people coping dass man with also da auch diesen Zusammenhalt wieder hat. So that we establish a kind of connection. Ich bin jetzt keine Führungsperson, aber ich bin genauso nicht die leadership untergeordneten so that you can say you're not the leader, but you're still important in terms of doing this or that task and keeping your responsibilities. Zu drei. Three. In einem Festfolie festgelegten Zeitrahmen festlegen, wann das Studienmaterial übersetzt. In which the study material has been translated and posted. Die Hausaufgaben müssen so spezifiziert sein, als Schwerpunkte gerichtet, was ist ein Muss. Was ein Teil kann, what was, is, und was has to be done, also, im Laufe der Zeit zu erleben. And what should be done in the next time, or in the next... Non-linear solution. Man setzt sich in ein Team zusammen, bei diesem bespricht dieser Hausaufgaben, dass man das teilt. So that you're sharing. Wer zum Beispiel was macht, zu who's welchem Zeitpunkt, und eine Zusammenfassung. Dann das Resümee über bestimmte Bücher, wobei also vorher ja festgelegt werden sollte, welche Schwerpunkte sind dann mit dem Teil, das sollte also schon vorliegen, damit man weiß, was da die Schwerpunkte sind und wie das sich dann auswählen kann, was übernehmen möchte. And choose what their und dann also in den Meetings immer wieder alignment with what they want to festlegt, damit jeder daran partizipieren so kann, was man eigentlich schafft, aufgrund der Grenzen. Weil, because time is limited and not everyone can do everything. Also eine Art wie so eine Priorität-Liste. Kind of Priority-List in the book. Great, danke. Ralf. Zu eins linearen Lösungen, wir treffen uns zu Coaching-Gruppen oder machen Telefon-Coachings und machen da das Rapid-Learning-Spiel. Non-lineare Lösung ist, wir sind aufmerksam und schnell. Wir sagen, was wir fühlen, was wir denken. Wir sind bereit zu 24 Stunden Feedback-Coaching.
to have 24-hour feedback and coaching. Make an agreement that we question, that we ask, for the And we are willing to receive feedback and coaching which can be helpful. Das heißt, wir sind bereit, beim Feedback kommen und beim Feedback Fehler zu machen. To make mistakes and deal with mistakes be made in feedback and coaching. Im zweiten. Second. Linear. Kind und Alte werden verantwortungsbewusst und klar und diskutieren mit uns Entscheidungen und Gründe für Entscheidungen und lassen uns am Entscheidungsprozess teilhaben. And let us participate in the process of decision-making. And prices get reduced. Und eine lineare Lösung wäre, wir arbeiten wirklich an den Themen, die noch nicht geknackt wurden, topics, wie in der Mannesarbeit, in der Gruppe, wie das Drama, das stattfindet, die Beziehungen, Vertrauen. Und zwar wirklich offen, klar, mit Feedback, mit Feedback, Gefühlen auch unseren Trainern gegenüber. And the four feelings towards bei jedem Thema sprechen wir abschließend darüber, wo wir gerade stehen, topic we talk about wie wir weiterkommen wollen. How we want to proceed. Wir arbeiten so lange an den Dingen, bis wir wirklich das Gefühl haben, dass wir as long on the thing as we und wir hören auf, uns hinter Erwartungen zu stellen. And we stop expecting things alle übernehmen die Verantwortung. But everyone is taking responsibility for themselves. So drittens, eine lineare Lösung. Clint schreibt seine Texte früher und gibt es früher zur Übersetzung. His text, his scripts earlier and giving it to translation earlier. Und non-lineare Lösung dazu habe ich noch nicht, weil ich habe aus Versehen eine andere Fragestellung bearbeitet, die gar nicht an den ersten drei war. Because I was answering the question which hasn't been priority in the three accidentally. What's your answer? Was war die Antwort, die du da bearbeitet hast? Das war die Sache, der Zusammenbruch im Team. That was about the breakdown in the team, like who's doing what. What did you write down? Was hast du da aufgeschrieben? Linear war bestimmt die Aufgabenverteilung in Talent Corporation an die entsprechenden Personen und informieren die PMCP-Mitglieder, wer welchen Job macht und wer was beantwortet. PMCP-Members, who's doing what and who's responsible for what. Die non-lineare Lösung ist, jeder in Talent Corporation schreibt eine Liste, was er wirklich gerne tun würde und was er bestimmt nicht tun möchte. Finn schreibt eine Liste, welche Aufgabe er gern bei wem sehen möchte und wen er gerne dabei hätte. Und die PMCP-Mitglieder schreiben eine Liste, wer für die Aufgaben, die entstehen, die größten Ressourcen hat. Who has the most resources for the task. Dann treffen sich alle zusammen, coachen all sich, teilen ihre Visionen und bestimmen die Aufgaben. Each other and distribute the tasks. Danke. Discuss that. Great. Nummer 1. Jeder spricht jeden sofort darauf an, wenn ihm dieses Verhalten auffällt, dass also kein in the situation where that non-linear. Jeder will die Aufmerksamkeit bei sich. Everyone is paying attention to themselves. And if they are not coaching, they're saying aloud, writing down the situation with feedback and coaching in his beep. Und wird damit immer unkontrolliert von der Thematik. So man vielleicht immer auch sagt, beep zu sagen. With that situation, so that he gets fed up with having to say beep all the time. Und sagt dann wirklich coaching. And then it's actually giving coaching in the end. Nummer 2. Wir stoppen das Projekt. We stop the project. Non-linear. Wir schauen einfach mal, was sich alles bewegt hat und was we see uns and observe what has moved und hören endlich dann wieder auf, diesen Mind-Survival und stop with the Mind-Survival and like all of us, inclusive Clint, stop the Mind-Survival and holding on to the Mind-Survival. Was war das letzte? Daran festzubeißen. Und zwar alle miteinander inklusive. Wir haben zu viel Konzentration auf dieses Money Survival gemacht. That's a way too big concentration on Money Survival. Also die Geschichte mit der, ja, alles was Studienmaterial ist, da fehlt mir study material. Klarheit und eigenverantwortlich von allen Seiten. There's no clarity and self-responsibility from each side, like from
Franklin-Keller Incorporation. Linear wäre, dass man dann natürlich noch professionell jemand linear hat, you have a professional person doing jemand, der schreibt, someone who's writing, who can dictate, and translation office, who could do that. Und eine non-lineare Lösung wäre, dass wir einen schönen Pinsel suchen, we'll und dann nice einen zweiwöchigen Kurs in Englisch machen. And have a 2-week intensive in English so we don't need translations anymore. Okay, you're wrong then. Okay. Claudia. Also Nummer 1, die lineare Lösung wäre, also Feedback geben und annehmen und das giving and receiving feedback and training that more than once. Die non-lineare Lösung wäre, Emotionen als solche erkennen und loslassen. Seeing emotions as what they are and letting sein go of them. Und Raum sein für den anderen. Being space for someone else. Und Scheinheiligkeit sichtbar machen und making fake holiness visible and kind of clarify. Zwei. Second. Die lineare Lösung wäre linear. Also die Versprechen und Ansprüche erstmal definieren. The promises and expectations have to be defined. Dann Feedback und Coaching an euch geben. Then feedback and coaching to Clint and the team. Und Aufgaben delegieren, zum Beispiel delegate tasks like employing a translator. Und die non-lineare Lösung wäre seine non-linear Bestimmung leben. Everyone should live their destiny. Wie es geschieht, when geschehen it's lassen. Happening, letting winning das Potenzial happen. Bei jedem anderen herausholen. So ein Drama spielen. From everyone. Ansprüche als playing also erstmal sich selbst stellen. Having high expectations about yourself and fulfilling them. Und dann noch so Zwischenmeetings, kind of intermediate meetings and phone contact. In between the trainings. Dann die Nummer 3, die lineare Lösung wäre, solution, alles ständig einzufordern, darauf zu warten, dass es kommt. Everything and waiting for it to come. Oder einen Zeitplan zu erstellen, or wann was kommt. When what has to be delivered. Die non-lineare Lösung wäre, die Dinge selbst zu übersetzen. Translating things yourself. Sich in einer Gruppe treffen und meeting das ganze Training danach nochmal miteinander zusammenschreiben. And writing down. Mitzubringen, das zu rekreieren. Everything that everyone has been writing down during the training to recreate it. Und darauf vertrauen, ohne and das Skript auszukommen, that we don't actually need the script. Was wir hier im Training gelernt haben, dass wir das in uns haben. But that we have that, what we learned in this training, in us already without the script. Okay, danke. Nette. Erstes. Jeder spricht offen die angesammelten Urteile übereinander aus, und zwar in einem gemeinsamen Prozess, in dem kleiner Tisch gemacht wird. Und danach werden öfter Coaching-Runden innerhalb des Trainings installiert und Eigeninitiative der Teilnehmer für die Zeit zwischen den Trainings in einem vereinbarten Zeitrahmen. Das war die lineare, die non-lineare. Den Big Mad-Prozess machen, das heißt die wahren Gefühle über die Beziehungen tatsächlich ausdrücken in Bezug aufeinander und danach einfach Shift and Go und weitermachen. Can you do those in English? Speaking openly about all the judgments which have been piling up in a process so that you can make a clean slate and after that having coaching circles in the trainings more regularly and also more initiative of the participants themselves for the time between in certain time intervals. Mm-hmm. And a non-linear during the big mad process meaning express the real feelings of those relationships so that then you can shift and go and start all over. Okay. Zweites, linear, mehr und härteres Feedback oder anderes Coaching an Clint und das Team und dadurch Möglichkeit für Clint und das Team zu shiften. Rückbesinnung der Teilnehmer und des Teams auf das, weswegen jeder Einzelne hierher gekommen ist und danach nochmalige Entscheidung jedes Einzelnen, ob er dafür oder dagegen ist, hier weiterzumachen. Nonlineare Lösung, bei dem Commitment, das jeder eingegangen ist, am Anfang des Trainings zu bleiben, Vertrauensvorschub zu leisten und in dem Zustand von I don't know zu bleiben. Linear. Giving more and harder feedback and different coaching to Clint and the team and therefore create possibility for them to shift.
thinking back of can you speak up? Yeah, thinking about why everyone has come here and then we decide whether they want to stay or not, team, you, and also the participants. And nonlinear, just stick with the commitment that you made at the beginning of the training and just give the trust and stay in the state of I don't know. Drittes, das Skript wird direkt nach dem Training geschrieben und danach zu einem definierten Übersetzer gegeben, um innerhalb von 2 Wochen bei den Teilnehmern zu sein. Die Hausaufgaben sind Eigenverantwortung, jeder muss für sich selbst entscheiden, wir sind nicht in der Schule. Und nonlinear, kompromisslose Verantwortung jedes Einzelnen, das heißt Rückmeldungen der Einzelnen rechtzeitig, wenn ihnen auffällt, dass was fehlt oder ihnen es nicht genug ist, statt sich zu beschweren. Und auch ein Angebot von Clint, einen sozusagen Pionierbonus zu leisten, wie auch immer der dann aussehen mag. Das ist ein Bonus für die Pioniere. Linear for the third, the write-up has been done right after the training by a defined translator. And then translated by the defined translator in 2 weeks after training. Homework is the responsibility of each individual person. We are not in school here. And non-linear, uncompromising responsibility of each person, meaning giving feedback about when things are missing or not right away instead of piling up and complaining. And also an offer from Clint to do something like a pioneer bonus in whichever way that can be done. A what bonus? Pioneer bonus. For the ones who have been sacrificed being pioneers. Oh yeah. Great. Thank you. Yes. Der Clint Callahan Corporation being grateful for Clint Callahan that they create those breakdowns so that we can get to know this process. Danke. Anything else from anybody else? Gibt es noch irgendwas von irgendjemandem? I was gonna. Number one, my linear solution is to have a new practice. Bei Nummer 1, die lineare Lösung wäre, eine neue Übung zu haben. That each person in PMCP call every person in PMCP once a month and tell the other person what's working, what's not working. Dass jeder Teilnehmer in PMCP oder jede Person in PMCP, jede andere Person in PMCP anruft, einmal im Monat, um zu sagen, was funktioniert und nicht funktioniert untereinander. And then get coached about their coaching. Und dann Coaching über ihr Coaching bekommen. And the non-linear, die non-lineare, is same as the linear. Die gleiche wie die lineare. Except when you call somebody up, you give feedback and coaching to yourself. Aber mit dem Unterschied, dass wenn du jemanden anrufst, du Feedback und Coaching dir selbst gibst. And then they tell you if you got it right or not. Und sie sagen dir dann, ob du es richtig getroffen hast oder nicht. And another part of the non-linear is if you don't say it to somebody in 24 hours. Und ein anderer Teil des non-linearen ist, wenn du es den anderen nicht innerhalb von 24 Stunden gesagt hast. Then you flush it down the toilet and it completely disappears forever. Dann spülst du die Toilette runter und es verschwindet für immer. Number two, the linear and non-linear are kind of together. Bei Nummer 2 ist das lineare und non-lineare eher sowas wie in einem. Which is redesign the 8 trainings so that the stellating is spread out every other training and that homework is about actually doing the and actually selling the process is starting from the B training. So we do the genius process in the B training. Die lineare Lösung wäre, dass die ganzen 8 Trainings, die Trainingsabfolge neu zu gestalten und die Archetypen nur jedes zweite Training zu machen und in der Zwischenzeit die Prozesse, die man in Firmen anbieten kann, schon direkt einzuführen und zwar startend mit dem B Training, dass man den genius process schon im B Training macht. And number 3, linear is just right. 3 linear. You know, write the stuff right away. Einfach die Sachen direkt schreiben. And a non-linear is make it required to do all the homework. Und non-linear
es zur Pflicht machen, all die Hausaufgaben zu machen. And the first homework assignment is everybody learn English. Und die erste Hausaufgabe wäre, jeder lernt Englisch. And German. And German. Und Deutsch. Okay. It's 12:22. Es ist 22 Minuten nach 12. I'm going to take one step back from being in the process to looking at the process. Ich werde jetzt einen Schritt zurück machen von dem in dem Prozess selbst zu sein hin zu sich den Prozess zu betrachten. So this process is called the problem is the solution. Dieser Prozess heißt das Problem ist die Lösung. You can see it takes a significant amount of time. Ihr könnt sehen, dass es ziemlich lange Zeit braucht. But everybody gets to participate. Aber jeder kann teilnehmen. And it's pretty linear. Und es ist ziemlich linear. Produces linear results. Das heißt, es produziert lineare Resultate. It's pretty predictable what it will produce. Und es ist ziemlich vorhersehbar, was es produzieren wird. In terms of valuable solutions, both linear and non-linear, to the three most important problems that an organization is having. Und zwar in Bezug auf die drei größten Probleme. Produziert es nonlineare und lineare Antworten auf die Probleme, die Firmen haben. So it's a really effective and fantastic process to use. Das heißt, es ist ein sehr effektiver und fantastischer Prozess, den man damit benutzen kann. And it's most effective about structural, organizational, systematic kinds of problems. Und er funktioniert am besten, wenn man ihn auf systematische oder organisatorische oder strukturelle Probleme in einer Organisation anwendet. So, we've done this with other organizations and we usually end up doing one more step with the process. Was wir mit anderen Firmen normalerweise gemacht haben, und wir gehen eigentlich mit Firmen noch einen Schritt weiter in diesem Prozess. And that step is to ask whose responsibility is it to implement these solutions. Und dieser dritte Schritt ist die Frage zu stellen, wer ist dafür verantwortlich, diese Lösungen umzusetzen? And then after that say, well, okay, if you individually took responsibility for implementing the solutions in the organization. Und dann zu sagen, wenn du die Verantwortung dafür übernehmen würdest, diese Veränderungen oder diese Lösungen in der Firma einzuführen. Let's do this. Lass uns das tun. Put your stuff down. Legt eure Sachen runter. And close your eyes. Schließ die Augen. We're going to all use our clicker and we're going to go 10 years into the future. Wir alle benutzen unseren Klicker und gehen damit 10 Jahre in die Zukunft. We're going to the year 2012. Wir gehen ins Jahr 2012. So go ahead. Fangt an. And in the year 2012 you have taken responsibility for implementing the solutions in this organization. Im Jahr 2012 hast du die Verantwortung übernommen, diese Lösungen in der Firma einzuführen und umzusetzen. And I want you to look back now at the past 10 years. Ich möchte, dass du jetzt auf die letzten 10 Jahre zurückblickst. And remember back in the 2002 we had this intensive in this some kind of Mulhouse place and something happened. Und ihr erinnert euch daran, dass in 2002 dieses Intensivtraining in diesem Mühlhaus war und etwas ist geschehen. And what happened was you took responsibility for implementing those solutions. Und was passiert ist, dass du die Verantwortung dafür übernommen hast, die Lösungen umzusetzen und einzuführen. So look back at your life since then and see, well, what has changed because you did that. Und jetzt blicke zurück auf dein Leben und betrachte dir, was sich verändert hat, weil du diesen Schritt gegangen bist. Like, where are you living now? Das heißt, wo lebst du jetzt? What kind of job do you have? What kind of work are you doing? Was für eine Arbeit machst du? Was ist dein Job? How much money do you have? Wie viel Geld hast du? Who are you living with? Mit wem lebst du? What kind of family and relationship stuff do you have now? Was für Dinge in Beziehung oder Familie hast du?
Was für Situation? Yeah. What do you wear? What hast du an? What do you do all day now? Was machst du den ganzen Tag? What's it like? Wie ist es? 10 years after you took responsibility for implementing those solutions. Wie ist es 10 Jahre nachdem du die Verantwortung übernommen hast für die Einführung der Lösungen dieser Probleme? So just keep your eyes closed. Lass die Augen schlossen. And just start saying some of the things that you can see. Und dann beginne einfach laut auszusprechen die Dinge, die du siehst. Inner and outer wealth. Okay, be specific. Keep going. Seid genauer. Macht weiter. I see the first Kindkalahene farm in South Germany and different other farms which get built up. And on these farms there are these trainings with different trainers but all in the same context. There's a recreation center and a wellness area, there's farming going on. Es wohnen immer verschiedene Familien. Different families are living there, or single people in this farming house. Verantwortungsvolle Gemeinschaft. It's a responsible community built from possibility managers. Und es wird ein Zentrum, was automatisch Leute anzieht. It is a center which attracts people and trainings just fill themselves. Und ich bin gerade daran, die Vorstufe zum PMCP Christian and I are building up a preschool program which is based on PMCP and it starts in 2014. I see two lives. One is a house and a garden and a child which is already grown a little. The other is that I'm in an office working with other PMCP, talking and communicating with other PMCP managers who live in different countries so that there's a network all over the world, that I'm traveling. Organizing. I see lots of horses. All the possibility managers here in this room are in 10 years real manager. They all have groups that they're leading, they all have companies that they're consulting. They're all really grounded and stable in themselves. Only by what they do, they deliver so much healing. It's great to see how people have developed in those years. And sometimes those possibility managers meet and they're watching old films from the times of the beginning. The beginnings of possibility management. I see lots of people around me. I see that I have a big listening. I'm not really sure what it's about, but it's doing talks. And meetings. Ich kann auch nicht sagen, ob das meine jetzige Arbeit ist, aber es ist ein großer Kreis, but it's a big circle, and I'm with lots of people, and we work on something together. Ich sehe ein Haus, ich sehe eine Familie, Grünen, ich habe zwei Kinder, I have two children. Das macht sehr viel Spaß. And it's lots of fun. Lots of joy in life. When I'm talking to other managers and communicate with others, then it's easy. And I see myself sitting in a really beautiful and light office. I myself. I have more than enough money.
sehr schön klein. So I can wear really nice and beautiful clothing. Eher in einem Land, ja, zu Südeuropa, die Sonne einfach viel scheint. In South Europe, where the sun is shining more often. Maybe the Canary Islands or something. Viel Raum. So that there's a lot of space. Anybody else? Noch jemand? Ich mache Vortragsreisen. I'm currently doing talks here in 4 weeks for PMCP. Also meine Auftragsbücher sind soweit, also wirklich voll. Ich weiß gar nicht, wie ich rumfahren kann. I don't really know how to do all of that. Wieder Zeit, but still I'm always finding time. 2-3 Monate wieder zurückzuziehen. To withdraw from all of that. 2 to 3 months. Ich habe ein wunderschönes Haus am Meer. I have a beautiful house on und the seaside. Die Berge sind auch nicht sehr and weit the mountains are not really far away either. Und es bringt mir wahnsinnig viel Spaß. And also I really enjoy doing it. Diese Mission, die ich habe, das Commitment, the mission and the commitment that I have, mit anderen zu teilen, sharing it with others. Und die Entwicklung, also nicht nur in geltlicher Hinsicht, sondern in menschlicher Hinsicht. Not only in financial terms, but also in human terms. Zu transformieren, auch dass also eine große Gruppe to zusammenkommt. A big group who's meeting, which is meeting. Die dem folgen. Like followers. Having followers around me and it's a lot of fun. Es geht mir also unheimlich gut, weiß ich. And I'm doing well. Und wir haben also auch dieses Recreation Center, and we have this Recreation wo Center neue Impulse ausgehen, from das Weltweit, which is setting new impulse, also seinesgleichen sucht. And it's unique. Und wo also auch viele unheimlich kreativ dran tätig sind, auch wenn and sie das Geld haben, aber nicht really creatively on this, although they don't have the money, und dann but they also support ein it. Sponsor- und Fördersystem entwickelt. And we have sponsoring and support system. Und diese ganzen going. Ressourcen für die, die also da all those resources for wollen, people who want to participate and to support them in diesen verschiedenen Zentren. In the different centers. Okay, go ahead. Ich lebe in einem eigenen Haus, das in my own house, japanischen Tempel, which looks similar to Japanese temple. Der Seite ganz weit offen, wo Meer ist, wo Sonne ist. And to the side where there's seaside and sun, it's open and there's all the light breeze. I'm dressed in comfortable but really elegant clothes. I'm standing in the middle. And I have coordinates, telephone in my hand, and I feel like a mediator. I don't really know what exactly I'm doing, but I know that I'm connected with the world. Okay, let's just ask the question, so was it worth it? Stell dir einfach die Frage, war es das wert? Was it worth it to take responsibility when it was unreasonable? War es das wert, die Verantwortung zu übernehmen, obwohl es unvernünftig war? Was it worth it just to go ahead? War es wert, einfach drauf loszugehen? Even though we didn't know how, or we didn't even have permission, or obwohl wir noch nicht mal wussten wie, oder auch noch nicht mal die Erlaubnis dazu hatten. So then take a deep breath and we'll snap our fingers and come back to the year 2002. Nimm einen tiefen Atemzug, schnippe mit den Fingern und komm ins Jahr 2002 zurück. Any questions or comments at this point? Gibt es zu diesem Zeitpunkt Fragen oder Kommentare?
ein kleines Bild, was ich dem gerne hinzufügen würde. I have a picture in mind which I would like to add. Es sitzen drei Männer, three men dabei einen Stein zu behauen. Sitting, und der erste guckt ziemlich missmutig rein. And the first is really looking grim. Und er denkt sich, ich behaue einen Stein. And the person is thinking, oh, I'm just hammering a stone. Und der zweite, der guckt schon ein bisschen glücklicher und denkt sich, thinking, ich baue an einem Kirchenbogen. I'm building an arch of a church. Und der dritte geht völlig offen in seine Arbeit. Is really er hat glänzende Augen work, und ist shining eyes. Total motiviert. And really motivated. Und der denkt sich, and that person ich baue thinking, eine Kathedrale. I'm building a cathedral. So since we're where we are, einfach aufgrund dessen, dass wir da sind, wo wir sind, I would invite us to do a little bit of another process. Würde ich uns einladen, noch ein kleines Stück von einem anderen Prozess dran zu fügen, which is also designed to use in an organization or a team. Der auch dafür angewandt werden kann, in einer Organisation oder einem Team gemacht zu werden. But is more of a non-linear process. Aber es ist eher ein non-linearer Prozess. And has it's more it's most effective working with kind of interpersonal stuff. Und der ist am effektivsten, wenn man ihn bei zwischenmenschlichen Sachen anwendet. Which is different from the problem is a solution, which is a little bit more technically oriented, technical. Und das ist insofern anders als das Problem ist die Lösung, weil dieser Prozess eher technisch orientiert ist. So this this second process is just about it's about stamps. Der zweite Prozess handelt von Briefmarken.